So, also über die Brücke hier kommen wir garantiert nicht mehr hier bei Dungeon Siege. Letztens auf Arena, deswegen müssen wir leider außen rum. Fiddlidum. Und jetzt haben wir schon so viele Leute in unserer Gruppe, dass keiner mehr wahrscheinlich reingeht. Vielleicht müssen wir nochmal wechseln. Ich schau mal, wen wir noch so treffen. Aber jetzt erstmal schön wieder Gegner metzeln, schnetzeln. Jetzt haben wir eigentlich genug Ziele. Jetzt wird hoffentlich nicht immer nur einer noch angegriffen. Sondern der Schaden verteilt sich hoffentlich mal gerecht. Aber wie es aussieht momentan, ist das ziemlich gut. Na, bis wir wieder den Echsenwesen begegnen, dann sieht es wieder brenzlig aus. Ich sag's euch. Auch diese Funken, die da... Komm, zack, zack. So, nehmen wir wieder alles mit. Können wir ja alles auch irgendwann mal gebrauchen. Oder diese Tigerwesen kann natürlich... Ja, wer labert denn hier? Ist mir doch egal. Du wirst sterben. Du wirst elendig verrecken. Oh, ich finde das süß, das kleine Vieh hier. Na, das kleine Vieh. Das ist größer als wir fast. Denk mal, wenn es sich auf seinen Schwanz stellt, was es nicht kann, dann ist es... überragt es uns um einiges. Oh Gott, wo geht's hier denn lang? Hier? Ich sehe hier nur wieder diese Katzenwesen. Die doch relativ schwer gehen, aber der greift wirklich mit an. Das ist cool. Das finde ich klasse. Der Esel hätte es vielleicht nicht getan. Ich weiß es nicht. Hätte man mal ausprobieren müssen. Oh, oh, oh. Da stirbt jemand einer weg. Naja. Ihr könnt so viel schreien, wie ihr wollt. Wir kriegen euch. Aber ich finde es schade, dass wir keinen von den Katzenwesen hier mitnehmen können. Von den Hasatis. Ich finde die doch relativ cool. Da ist ein See, da kommen wir nicht rüber. Was ist hier hinten? Nur ein paar Behälter, okay. Nicht viel. Wir müssen eh da hinten lang. Oh, komm schon. Wieso muss das... Wieso tut du... Ja, wieso ist das eigentlich die Drecksarbeit? Ich will doch nur Heiltränke gammeln. Mehr will ich hier nicht. Und ich wette... Ja, ich wette, wir finden hier keinen einzigen. War ja wohl wieder klar, ne? Komm. Geht's weiter. Mit unseren zwei Tierchen hier hinten. Ich bin mal gespannt, ob es auch andere Beschwörungen gibt. Gab's, glaube ich, schon. Mal sehen, ob wir nachher vielleicht sogar irgendwie ein riesiges Monster beschwören können. Und hier geht's wieder, Töpfe zu zerstören. Und einen Unruhestreitkolben. Ja, der verbreitet unter unseren Feinden Unruhe. So, Gold ist immer wichtig für uns. Ja, Heiltränke und Mana-Tränke kosten nun mal Geld. Und wir brauchen das, um nicht zu sterben. Und diese Viecher gehen nicht allzu schwer. Aber die hauen auch so ab, die locken uns an den anderen Gegner rein. Stirb! Du auch, so. Ah, schön. Gesundheitstrank. Bisschen Gold. Ich weiß nicht, wie lange wir noch in dem Dschungel, ob es da auch andere Biotope gibt oder ob wir noch lange hier in dem Dschungel rumgammeln müssen. Okay. Da hinten könnte es schwieriger werden. Kleinen Moment. So. Und Heiltrank nochmal und jetzt geht's los. Aufs Maul! Na ja, gut, dann nehmen wir lieber unsere Heilung. Aber ich merke, es klappt doch besser wie im Hauptspiel. Obwohl, er kann ein bisschen mehr heilen. Wir brauchen wieder zwei Heiler. Die zwei müssen wieder ihre Heilkräfte mobilisieren. Der hat ja noch einen Heilzauber, leider. Der hat ja auch schon Wind der Heilung. Glaube ich, oder? Das interessiert mich jetzt nochmal. Sorry. Heilende Hände. Winterheilung. Ja, kann er aber noch nicht verwenden. Er ist Stufe 9 und wir sind Stufe 6. Ja, toll.
Er wird auch nicht viel steigen, wenn wir hier nicht unsere Kampftauber benutzen. Ich finde das kacke, ey. Hier weiter oder hier lang? Gott. Nein, kommt mal hier hoch. Ich glaube, es geht hier weiter. Ja, hier ist nur ein Steg, oder? Ist das eine Brücke, die rüberführt? Nein, das ist eine Brücke, die rüberführt. Gute Idee. Ach, das ist die andere Seite. Ja, jetzt sind wir da angelangt und finden, ja, schöne Handschuhe. Flying. Was? Flywing-Handschuhe. Interessiert mich mal, was die Flywing-Hand... Okay. Hässliches Schwert. Hässliches Schwert. Wo sind denn hier die Flywing? Das da, ne? Flywing-Handschuhe. Geschicklichkeit 18. Uiuiui. Da braucht selbst die noch ein bisschen, oder? Nee, die kann es tragen. Nee, kann sie nicht. Weil wenn wir das ausziehen, tada, geht nicht. Muss noch eine Stufe steigen. Also eine Geschicklichkeitsstufe. Alles klar. Aber mich interessiert mal, die ist Bogenschütze. Wir sind Soldat. Der ist Krieger. Soldat. Bogenschütze. Wieder ein Teukre. Teurk. Oder keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Und der ist ein fahrender Zauberer. Okay. Gut. Was ist dann ein gehender Zauberer? Oder ein fliegender Zauberer? Wenn der ein fahrender ist? Keine Ahnung. Besser zum Zerstören. Dann zerstör die doch auch. So. Ich weiß nicht, ich sollte mich vielleicht öfter mal neu ausstatten. Aber ich werde das nur tun, wenn wir irgendwie epische Gegenstände finden. Also diese lilanen. Killekremal! Ja, Killekremal! Killekremal! Supi! Killekremal! Ich liebe diesen Killekremal. Und den kannst du nämlich beschwören, hoffentlich. Haben wir den jetzt eingesammelt. Da unten, oder? Killekremal, sehr schön. Und du kannst ihn noch nicht verwenden. Ja, gut, aber bald. Dann haben wir noch einen Gefährte mehr hier. Oh, der geht gleich weg. Das heißt... Ja, komm, warten wir. 2, 1, 0. Und tada, da ist er wieder. Frisch und munter, als wäre nichts gewesen. Ach, schaut mal. Die habe ich damals auch so gehasst. Diese Viecher. Die Nadler sind das. Und Natsch hat an Stärke gewonnen. Ich weiß nicht mehr, wie man die genau ausspricht. Natschi vielleicht. Natschi. Natschi. Chacha, Pacha. Abobuba. Oder so. Keine Ahnung. Und da oben wieder was zum Zerstören. Das hält uns immer so auf, aber... Achso, ich dachte, da wäre eben eine Leiche eben rausgesprungen. sah wirklich so aus. Verlasst euch auf mich. Schlagen Lederstiefel. Brauchen wir nicht. Wir brauchen Heil, Gesundheit und... Oh, Mana-Tränke. Was sind das für Pflanzen? Schön, schick. So eine würde ich mir gerne in den Garten stellen. Und tot. Naja, jetzt ist es gar nicht, momentan gar nicht so schwer. Aber ich würde gern mal aus dem Dschungel hier raus. Ich denke, das werden wir auch, wenn wir dann den Endboss hier besiegt haben. Also den Dschungelboss. Wahrscheinlich so eine große Katze oder so. Oder so ein Katzenmagier. Große Katze kann ich mir das doch nicht vorstellen. Wie das jetzt da liegen. Pech gehabt. Und ihr könnt nachher auf mich schieben, wenn wir dann im Gesundheitstrankmangel sind. Hier weg. Hier geht's weiter. Gekloppe und nichts als Gekloppe. Na, dem einen kriegt Mana. Aber diese Katzen, die finde ich cool designed. Ist jetzt so eine Art, wie nennt man das mit den Punkten? Jaguar? Panther sind die schwarzen. Tiger ist klar, was es ist. Dann gibt es ja noch Jaguar, Gepard, Leopard. Oh Gott, da kenne ich mich gar nicht aus. Aber ich glaube, die gepunkteten sind Geparden, oder? Also Geparden sind die, die so richtig schnelle Geschwindigkeit erreichen können. Glaube ich zumindest. Ich sage ja, ich kenne mich nicht aus. Aber ich vermute es. Ich glaube, ich habe da schon mal irgendwas von gehört.
Ja, Gold ist ja auch in Ordnung. Können wir uns Heiltränke kaufen, aber wir wären doch Tränke lieber. Oh, das erste Mal treffen wir auf Skorpione. Ja, heißen einfach nur Skorpion. Nicht Dschungelskorpion, nicht Waldskorpion, einfach nur Skorpion. Oh, und Spinne gegen Skorpion. Wer gewinnt? Na gut, wir helfen ja auch mit. So, in 1000 Teile zersprungen. Ah, da ist noch einer. Ist das eine Höhle? Nee. Nee. Ich dachte schon. Gut, dann geht's hier unten weiter. Ja, es, die Level sind halt wirklich sehr linear. Und laden jetzt hier nicht zum Beispiel zum Erkunden ein. Was man, was ich ja schon gesagt habe, was man beim Hack and Slay auch für mich unbedingt nicht braucht. Ich finde es gut, wenn die etwas linearer sind. Hey, nicht sterben. Nicht sterben. Schön. So ist gut. Ja, der hat keine Heiltränke im Inventar. Unser Gott, wie heißt der nochmal? Hey, nee. Y-Man. Das ist ja der Y-Man. Stimmt. Und wir sind jetzt an der Grabungsstätte. Ich finde es schön, das mit den Bildern hier. Wir wissen uns immer, wo wir uns befinden, wo wir sind. Ich finde es fein. Alle ver was? Alle verwandeln? Was ist das denn? Widerlichen vertreten. Ey, da können wir noch einen besseren beschwören. Oder was? Das hat er schon. Ach, in widerlichen vertreten muss Kosa verwandeln? Was ist denn das? Anwender verwandelt. Was? Also die Zauber sind neu. Du bist unser Krieger. Oh Gott. Kampfzauber. Bist du hier? Alle verwandeln. Warte, was ist denn alle verwandeln? Verwandelt sämtliche Objekte auf dem Boden in der Nähe des Anwenders in Gold. Hey, das ist auch gut. Hey, das ist praktisch. Dann können wir nämlich das Gold mitnehmen, anstatt die Gegenstände im Inventar rumzuschleppen. Hey, das ist praktisch. Schön. Und hier, der Geisterbrunnen. Können wir das Ding angreifen? Nee. Und wieso heißt der Geisterbrunnen? Ist denn der Geister drin? Kommen da Geister raus? Werden uns Geister gleich angreifen? Wohl eher nicht. Ich will erstmal was ausprobieren. Hier. Ach, das dauert beides noch. Stufe 10. Oh, ja, haben wir bald. Dann widerlich vertreten. Das ist nur ein Vertreter, ne? Oder vertreten, ja. Krass. Da haben wir ein widerlich vertreten. Und hier können wir uns in einen widerlich vertreten verwandeln. Das will ich nachher mal ausprobieren. Ist bestimmt lustig, weil als so ein, wie heißen die nochmal? Musos, was? Mukosa können wir ja auch nicht laufen im Prinzip. Oder können wir den steuern? Hab ich auch noch nicht ausprobiert. Ich glaube aber eher weniger. Ne, der läuft uns nur hinterher. Das heißt, wir können vielleicht sogar als so ein Vieh dann spielen kurz. Das war ja geil. Das finde ich einen tollen neuen Zauber. Ich mag das ja eh, den Verwandlungszauber. Meistens können es aber auch immer nur Druiden in Spielen. Als gutes Beispiel nehme ich mal World of Warcraft. Da kann ich ja der Druidin, Katze, Bär. Weiß nicht, ob es die Robbe noch gibt. Keine Ahnung. Ob es war nur zu Classic-Zeiten. Ich bin mir erst nicht mehr sicher. Ich habe zwar eine Zeit lang gespielt. Und spiele es noch immer, aber nicht mehr regelmäßig halt. Ich bin mehr so auf Einzelspieler geswitcht. Irgendwann wurde mir WoW auch zu überladen. Und dann wurde es wieder vereinfacht. Die wussten einfach nicht, was sie tun sollen. Ja. Hier hinten? Ist noch was da? Nein, geht nicht mehr weiter. So, da hoch. Und Dungeon Sieg ist einfach sehr vereinfacht. Eine gute Idee. Da ist ja nicht viel mit Fähigkeiten verteilen, falsch skillen oder was weiß ich. Ja. Quests, super viele Quests abschließen, ein paar vergessen, ist hier nicht der Fall. Keine Sorge. Ist ein straightes Spiel und so gefällt es mir auch. Oh, da unten ist eine Art Ruine, was ist das? Galentea-Schrein, aha.
Okay. Ein Schrein, der bewacht. Zwerge. Kleine Riesen. Die Asati werden triumphieren. Sie wollen die Kinder zu ihren Sklaven. Naja, laber du nur. Den Typ verstehe ich eh kaum. Oh, da ist jetzt wieder ein Buch zum Lesen. Ihr wisst, was das bedeutet. So, erstmal die Viecher ausgelöscht. Wenn es sein muss. Zack. Das heißt, wir öffnen mal. Bestimmt hier abgeladen. Nee, das ist kein Buch, sondern so eine Art Schriftrolle. Das ist aber auch neu. Der Luftpanzer von Illisor. Eine der bekanntesten Kombinationen ist der Luftpanzer von Illisor. Der mit dem Krieger, der ihn trägt, was? Der dem Krieger, der ihn trägt, viele Vorteile bietet. Der wichtigste ist die Macht der Luft und des Windes. Ja, ich weiß, ich lese mir das dann separat durch. Ihr könnt euch das jetzt weiter durchlesen. Ich drück mal kurz Pause bei YouTube. Könnt ihr euch das durchlesen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr habt es gelesen. Ich werde mir jetzt ja immer offline durchlesen, weil ich habe keine Lust, jetzt Zeit zu verschwenden, um die ganzen Bücher hier zu studieren. Oha. Da schlägt der Blitz ein. Und nicht nur einmal. So. Ach, da sind wieder die Viecher. Also wir hatten bisher Schnee und Dschungel. Wäre geil, wenn es noch so eine Wüste geben würde. Und irgendwie so eine Lava-Welt, dann hätten wir... Ich mag zwar Lava-Welten nicht, aber dann hätten wir wenigstens alles hier. Vielleicht noch so ein Strand, obwohl Strand hatten wir ja im Prinzip... Oh, auch schon. Ja. Hier gibt es eine automatische Speicherung. Das heißt, hier könnte es jetzt gleich schwer werden. Ja, hier vorne ist auch so eine Art Boss. Der Kommandeur haben wir ja. Da. Dann versuchen wir den mal. Erstmal ein bisschen zurückkommen. Komm, hey, 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 hey. Der hält noch eine Weile. Gut, wir setzen Heilung ein. Ich speichere auch nochmal für mich. So, wir müssen nämlich gut vorbereitet sein. Ich glaube, das wird nicht einfach. Hier sind wir jetzt. Was? Wie heißt es? Lor. Statue des großen Forschers. Des Schöpfers der Gesetze. Alles klärchen. Oh, wir können uns aber hier hinten vielleicht an den Kommandeur ranschleichen. Da ist er. Los! Vielleicht locken wir die hier noch nicht an. Ja, das passt. Das passt. Oder? Ja, das passt. Das passt gut. Supi! Haben wir gut gemacht. Klopfe ich mir mal auf die Schulter. Kommandeur ist vernichtet. Sehr schön. Das war jetzt auch nicht so schwer, wie ich gedacht hätte. Aber natürlich. Fein, fein. Jetzt sind die noch dran. Wo ist unser Tier? Ja, heil doch. Heil das doch mal. Sorry, jetzt muss ich mal ab und zu mal Pause drücken. Der ist doch zum Heilen abgestempelt. Ich hab den doch hier die Heilung draufgehauen. Oh, wer bist du? Oh, ein Schamane. Das haben wir jetzt zum ersten Mal gesehen. Wie so eine Art Magier sind das ja. Wobei so Naturmagier kann man ja auch schon fast sagen. Oder so ja. Mystikmagier. So. Da haben wir jetzt den Kommandeur auch vernichtet. Und so schwer war der jetzt nicht. Eher das Gegenteil. Geht's da hinten vielleicht noch lang? Oder kommen wir von da? Nee. Da haben wir noch einen Gesundheitstrank. Nee, hier hinten ist gar nichts mehr. Nur ein riesen Stinkefuß. Da wurde die halbe Statue abgehackt. Was bedeutet ein Fuß in einem Dschungel? Ein Riesenfuß. Das heißt, bitte setzt hier keine Füße rein. Wir tun es trotzdem und sind geschwind wie der Wind. Ja, ich wollte gerade sagen, laufen wir hier im Kreis, aber von hier kommen wir noch nicht immer den Gegnern eigentlich folgen in so Hack and Slays. Hauptsache es sind Gegner, dann sind wir auf der richtigen Spur. Aber der Dschungel, der zieht sich auch schon ganz schön lange, ohne dass wir irgendwie mal eine Krypta gesehen hätten oder keine Ahnung, irgendwie... Eine Höhle oder so, sondern immer nur strikt hier im Dschungel. Ich mag diese Vegetation, klar. Aber mit der Zeit wird das halt dann auch ein bisschen langweilig. Und ich finde die immer noch geil design. Muss ich ehrlich zugeben. Wieso heilt er denn? Wieso heilt er unser Rhinoceros-Vieh da nicht?
Will es keine Heilung? Streitet es vielleicht die Heilung ab? So, erstmal Gold einsacken. Ja, jetzt probieren wir es mal. Los, heil! Jetzt macht das, wo der Kampf zu Ende ist. Schön. Aber den haben wir wieder nicht mehr. Ein Abenteurer, das bin ich. Weil die helfen uns auch ganz schön gut. So, Heiltränke wieder verteilen. Und Mana-Tränke. Den Button habe ich zum Beispiel im Hauptspiel vermisst. Den musste ich immer einzeln so hin transportieren. Das hat doch ein wenig genervt. Oh, und darunter geht's in der Höhle. So sieht es zumindest aus. Nein, sah nur so aus. Schade. Mensch, ich würde mal gerne... Ich werde es versuchen. ...so eine Höhle hier durchsuchen. Hier ist noch eine Ruine. Mit ein paar Hasatis. Und hier hinten haben wir... Was ist das denn? Oh, ein Hasati-Panther. Wie ich gesagt habe, Panther sind schwarz. Da habe ich richtig getippt. Oh Mann, das Vieh ist schon wieder in Bedrängnis. Halt dich doch mal aus den Kämpfen raus, Guter. Ich schau mal gerade, wie es bei mir mit Heiltränken aussieht. Ja. Ja, gut. Das sieht gut aus. Da brauchen wir länger erstmal nichts mehr. Schön. Und ich glaube, am Anfang der nächsten Folge werde ich mich mal neu ausstatten. Ich habe ja so viel Zeug gefunden. Ein paar Amulette, ein paar Ringe. Schau ich mal, wem was am besten passt. Hier ein Tuch noch. Das wir wahrscheinlich gerade wieder beim nächsten Händler verkaufen können. Weil das nicht so toll ist. Die Tücher bieten mir einfach zu wenig Schutz. Vielleicht bieten sie mehr Gesundheit oder so. Keine Ahnung. Oder Mana-Punkte. Aber ich bin doch eher auf Schutz fixiert. Das wertlose Utreya-Gesindel hat dem mächtigen Hasati nichts entgegenzusetzen. Wir vernichten sie und alle, die uns versklaven wollen. Oh, laber du nur. Bla, bla. Oh. Was ist das denn? Da ist irgendwie noch ein Boss. Nochmal ein Hasati-Kommandant. Naja, den letzten haben wir ja auch mit dem Fingerschnipp getötet. Das werden wir bei dem wohl auch tun. Und hier nochmal ein Schamane. Ein Schami, wie man so schön sagt. So, ich speichere trotzdem nochmal. Falls es brenzlig werden sollte. Aber es glaube ich jetzt eher nicht. Naja, für den schon. Weil wir auch keine Heilung eingestellt hatten. Bitte sterb jetzt nicht. Ich habe nämlich keine Lust, die ganzen Gegenstände wieder einzeln einzugammeln. So, super. Hat doch gut geklappt. Bin selbst mal überrascht, wie gut das momentan funktioniert. Heilkugel? Keine Ahnung. Nehmen wir einfach mit. Vielleicht bringt's was. Hinten sind nur Fässer. Wir haben genug Heiltränke. Wir müssen da jetzt eigentlich nichts zerstören. Und was sind diese? Das ist cool. Was ist das denn? Das sieht cool aus. Mach nochmal. Hui. Ja, fein. Und nochmal. Andere Farbe, bitte. Ja, ich glaube, das ist so ein guter Verabschiedungsbildschirm, ne? Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Weiß jetzt leider nicht, wie lange wir spielen. Aber ich glaube... Wir sind schon relativ am Ende angelangt und ich mache jetzt erstmal Schluss. Egal, ob es 5 Minuten zu früh ist, das macht ja auch nicht. Dann hänge ich die 5 Minuten halt in der nächsten Folge dran, Leute. Okay, gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Legends of Arena. Ciao!